Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de Felis. Ja, das erste Felis-Video, gestern war der Serverstart um 10 Uhr und dieses Video soll so ungefähr der erste Tag sein. Es ist ein bisschen mehr passiert, aber ich muss erstmal hinbekommen, das ganze Video irgendwie so zu kommentieren. Denn das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht, sonst kommentiere ich ja eigentlich alles live. Und jetzt halt nicht und ja, müssen wir einfach mal gucken. So, Felis, der Serverstart, super, super viel Spaß gemacht. Wir waren in einer kleinen Gruppe und jeder hatte so seine Aufgaben. Der eine hat das gefarmt, der andere hat das gefarmt. Dann hatte der eine super Glück mit VMS-Farben und so weiter. Also, das war alles in allen. Wir haben eine super, super geile Truppe und das macht momentan super, super viel Spaß. Also, so ein Serverstart ist natürlich super, super geil. So, jetzt habe ich sehr viel super gesagt und jetzt wollt ihr natürlich auch noch wissen, wie kann ich auf den Server spielen? Genau, kurz Werbung für meinen Affiliate-Link. Falls ihr auch Bock auf den Server habt, in der Videobeschreibung oder in angepinnten Kommentar findet ihr meinen Affiliate-Link. Damit könntet ihr mich kostenlos unterstützen und auf dem Server mitspielen. So, könnt ihr aber auch mit euren anderen Gameforge-Account. Das soll jetzt kein Bait sein oder so. So, haben wir das geklärt und ja. Jetzt seht ihr, ich habe natürlich auch ein bisschen was an Equipment gemacht, etc., etc. Ich habe auch gut was an DR ausgegeben. Ich glaube, so ungefähr zwischen 3, 4, 5K so. Und das war's halt. Ja, sorry Leute, da muss ich einen kurzen Audio-Cut machen. Ich habe gesehen, andere Leute haben natürlich sehr viel mehr DR ausgegeben. Aber das Ganze ist ja Pay-to-Progress. Ich denke, ich werde die irgendwann mal wieder aufholen. Denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann mich oben ganz gut mithalten momentan. Ich glaube, ich bin so in der Top 20 ungefähr. Schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze so entwickelt. So, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Ich habe natürlich gestern auch ein bisschen gestreamt gehabt. Ich habe nicht von Anfang an halt gestreamt, weil ich erstmal gucken wollte, okay, was ist jetzt der Plan? Denn wie gesagt, wir haben halt so diese Aufgaben verteilt und so weiter. Und ich glaube, das war am Anfang so stressig, das wäre auch nicht geil gewesen für einen Stream. Deswegen habe ich was später angemacht. Ich glaube, ich habe ungefähr so 5 Stunden gestreamt, kann das sein? Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es waren auf jeden Fall gut was an Stunden. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Lutz und Gaggy. Die waren, glaube ich, von Anfang an mit dabei bis zum Ende. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und auch alle Leute, die gefollowt haben und so weiter, im Chat aktiv waren und so. Ja, das hat mir auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen. Ich muss, denke ich, auf jeden Fall noch so ein bisschen meine Livestream-Skills verbessern. Denn was aufnehmen ist nochmal was ganz anderes als irgendwie in Livestream oder so. Und natürlich ist auch was ganz anderes dann irgendwie... Oh, eine Glocke. Moment, die muss ich mal ganz flott aufheben. Natürlich ist auch was ganz anderes, etwas nachzukommentieren, als irgendwie live zu switchen oder so. Aber ich habe mir gedacht, am ersten Tag, das wäre ein bisschen viel. Es raubt auch im Endeffekt einfach nur Zeit. Die Zeit wollte ich auf jeden Fall nutzen, um schnell voranzukommen. Denn das Ziel war definitiv, Richtung Level 60 zu kommen, damit wir in SD2 gut was an Young machen können mit den ganzen Waffen und so weiter, die man dann da droppt, auch teilweise plus 4. Ich will mir halt so mein G-Skill finanzieren, denn viele Leute haben halt ihre Skills schon auf G gemacht mit diesen Rassentruhen. Das wollte ich nicht machen, beziehungsweise hatte die DR dafür nicht. Ich bin eher auf Equipment gegangen, damit ich denn auch wirklich leveln kann. Hab auch aus Versehen schon eine 15 Blitzrüstung geswitcht. Ich wollte eigentlich Feuer haben, aber dann ist das halt so. Allgemein, ich bin eher auf 10 Feuerdev gegangen. Ich war also... Wenn 10 Feuer drauf war, habe ich nicht weiter geswitcht. Das wäre mir halt zu dolle gewesen. Vom Schmied her und von Ablack her kann ich mich, glaube ich, momentan noch nicht beschweren. Switchen ist teilweise ein bisschen schwierig gewesen, aber was willst du machen? Man hat mal Glück, man hat mal Pech. So, was gibt es noch zu erzählen? Ach ja, viele Leute haben gesagt, ey, wie ist es denn mit Bottern und so weiter? Und da muss ich sagen, ich habe eine geile Szene für euch und zwar... Wusste ich gar nicht, dass existiert, und zwar ein BH, ich schätze mal, das heißt Bot Hunter, war auch ein Game-Account, der hat uns halt stetig überprüft und so. Ich glaube, der ist natürlich ganz klar Richtung Leute gegangen, die in der Rangliste ziemlich weit oben sind.
Der hat uns dann öfters mal überprüft, hey, sind die auch legit am Spielen? Und ja, das waren wir. Und dann hat er Hallo gesagt und ist dann wieder gegangen. Also die sind hier gerade momentan wirklich, wirklich aktiv, die Leute an Bannen. Und es wird auch immer wieder im Rufchat gefragt, so, hey, habt ihr irgendwelche Botter gesehen und so weiter? Schreibt den Namen, schreibt den CH und dann bannen wir die weg. Und das klappt momentan wirklich, wirklich gut. Hat mich super gefreut, das zu sehen. Und hier habt ihr jetzt noch eine kleine Szene, wie es momentan so ungefähr ausschaut. Also über Level 60 kriegt ihr da morgen oder übermorgen zu sehen. PQs auch noch weitergemacht und so weiter. Also ihr könnt euch auf ein bisschen was freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne bewerten, gerne einen Kommentar schreiben. Denkt an meinen Affiliate-Link, würde mich freuen. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.